Untersuchen die Aue hier in Ahrensburg, und zwar im Rahmen der Plastikpiraten oder des Projektes der Plastikpiraten Das Meer beginnt hier. Das ist eine Jugendaktion im Wissenschaftsjahr Meere und Ozeane. Und wir haben angefangen am Hockeyplatz und werden bis zum Jungborn die Aue genau untersuchen. Wir sind unterwegs mit 6 Schulklassen, 4 davon von der Selma Lagerlöf Gemeinschaftsschule. Das sind 4 zehnte Klassen, die ich betreue. Und dann sind noch 2 Klassen von der Stormann-Schule dabei, eine 10. und eine 8. Klasse, die von meiner Kollegin Barbara Arthur betreut werden. Wir haben insgesamt 6 Messpunkte und können hinterher uns ein ganz gutes Bild darüber machen, wie sich eigentlich der Müll wie der Müll hier in Ahrensburg über die Aue weiter transportiert wird. Dazu gucken wir uns Makroplastik und Mikroplastik an. Von Mikroplastik spricht man von einer Größe ab 5000 Mikrometern, also ab 5 cm. Das ist alles Mikroplastik. Darüber gibt es halt das Makroplastik. Und beides wird untersucht, in der Aue, aber auch am Ufer. Es gibt verschiedene Methoden. Die Klasse ist eingeteilt in kleine Gruppen. Jede kleine Gruppe untersucht eine andere Methode. Da gibt es zum Beispiel eine Gruppe, die den Fluss genauer untersucht. Welche Fließgeschwindigkeit hat die Aue eigentlich an verschiedenen Stellen? Dann gibt es eine Gruppe, die Makroplastik am Flussufer untersucht mit einer Transektmethode. Es gibt eine weitere Gruppe, die sich um Müllansammlung kümmert. Und dann, das ist auch ganz entscheidend, eine Gruppe, die Mikroplastik im Fluss untersucht. Dafür gibt es ein Mikroplastiknetz, das sie verwenden. Die Daten werden dann gesammelt und auf einer Webseite von den Plastikpiraten hochgeladen. Da gibt es eine Deutschlandkarte, auf der ganz genau gesehen werden kann, halt, welche Schule war wo unterwegs und was haben die Schulen dort gefunden. Und die Daten werden dann von der Kieler Forschungswerkstatt ausgewertet und wissenschaftlich veröffentlicht. Okay, und in welchen Abständen macht ihr das? Wir haben hier einen Bereich von 5 Meter, dann haben wir ein bisschen höher einen Bereich von 5 Meter und noch einen Bereich von 5 Metern. Und hier haben wir immer 1,5 Meter. Und notiert ihr das auf einer Karte? Genau, also den Müll, den sammeln wir dann und das schreiben wir auf einen Zettel, in welchem Transekt wir gerade sind und in welchem Bereich. Und da legen wir dann den Müll rauf und das fotografieren wir dann. Also, wir haben hier ein kleines Netz und damit fischen wir so kleines Plastik und Mikroplastik und auch größere Plastikstücke aus dem Wasser. Und danach? Ja, und danach gehen wir in die Schule und analysieren, was wir dort rausbekommen haben. Ja, also wir sind jetzt hier am Schloss Ahrensburg und suchen Müllansammlung. Wie man hier erkennen kann, ist das unsere zweite Müllansammlung. Da haben wir noch eine gefunden. Und ja. Was ist eine Müllansammlung? Eine Müllansammlung ist, wo mehr als 3 Müllartikel zusammen sind, von 50 cm. Wenn mehr ist, ist das keine Müllansammlung, mehr Zentimeter Abstand. Deswegen. Und was macht ihr damit? Und das dokumentieren wir und stellen das auf die Website. Und wir haben auch Fotos mit den Müllansammlungen gemacht.